Hallo miteinander, ich möchte euch heute das Corridor Mapping für Sensefly EB vorstellen. Das Corridor Mapping ist ein neues Modul, das man dazu braucht, um irgendwie ganz langgezogene Objekte, wie zum Beispiel Flüsse, Strassen oder Bahntrassen zu erfassen, dass man das einfacher machen kann. Das Modul besteht eigentlich aus zwei Elementen. Das ist zum einen mal das neue Integration Kit, wo die Kamera eigentlich um 90 Grad gedreht ist und dass man quasi die Bilder im Längsformat aufnimmt. Dann der zweite Teil ist softwaremäßig in eMotion. Das ist eine neue Planungsmethode, was ich Corridor Mapping nennt, wo man wirklich mit wenigen Klicks entlang von einem Polygon, also von einer Trasse, eine Flugplanung kann machen. Also ich kann den Startpunkt eingeben, dann den ersten Eckpunkt, zweiten Punkt, vielleicht noch einen dritten Punkt. Und man sieht gerade, dass die Flugbahnen wirklich entlang von dem Element geplant werden. Und über Parameter kann man dann einstellen, wie breit das die Trasse sein soll und auch wie viele Flugbahnen das man darüber machen will. Der grosse Vorteil von dem Corridor Mapping ist, dass man auch in Flugrichtung, bei tiefen Flughöhe auch genügend Überlappung hat. Und natürlich, dass man eine angenehmere Flugplanung hat, wenn man so langgezogene Elemente erfassen will.